Ehrlich. Also ich habe nur für eine Partei gehabt. Der Hillinger Karl, habe ich kurz schon erwähnt, der Hillinger Karl, der war mehr, wie soll ich sagen, er war mehr ziemlich negativ, was das Leben betrifft, eingestellt. Er war Rassist, Alkoholiker, er war für mich ein kranker, armer Hund eigentlich. Ja? Wenn ich bei dem geleitet habe, zum Beispiel, bim, bim, jo, was ist? Ich habe dein Einschreiben für die Frau, nimmst du das? Meine Arte war schon 14 Tage nicht da. So, das kann ich mir gut vorstellen, aber nimmst du das trotzdem, das darfst du nehmen. Dann macht er erst die Tür auf, da fahren zwei Promille durch, da wandelt es mich selber so, boah. Schau her, Kalle, da was Kreuzerl ist, bitte eine Unterschrift. Mit meinem Namen? Nein, mit meinem. Mit deinem Namen? Nein, da schreib hier Hillinger Karl und ich bin schon wieder weg. Jetzt Busler, du bist immer so leibend, komm rein, aber Billel und ich. Ich hab gesagt, nein, tut mir leid, mit Tetanus-Impfung rein gerade an. Was? Das versteh ich nicht. Jetzt Busler, hast du schon gesehen, was da drüben eine Neusung ist? Sag ich, nein, na und? Na, lies einmal. Sein roter Gemeindebau. Ich war früher bei den roten Folgen funktioniert, schießt die Bschasse. Da holst du mal schauen, was du jetzt einziehst. Divkovic. Divkovic, schaut zu den 10.000. Tschuschen! So wie Karl, jetzt bist du aber arg, ha? Die brauchen vielleicht genauso eine Wohnung wie du. Was heißt, die brauchen eine Wohnung? Das ist vor das Hakeln gehen. Jetzt Busler, apropos Hakeln, wann bringst du noch mehr Arbeitslosen? So einer. Sondern aber der Hillinger Karl und der hat mir nach seinem Tod weitergequält. Ja, er ist schon gestorben, der Hillinger Karl, Schaber Karl. Der hat mir nach seinem Tod weitergequält, weil die von Magistrat in Wien, ich weiß auch nicht, wie die arbeiten, die ihm einen Zinszettel weitergeschickt für den Hillinger Karl. Ich habe das ordnungsgemäß abgeschrieben, Hillinger Karl, verstorben, zurück an Absender, 1090 Wien, Wiener Wohnen. Noch einen Monat wieder, Hillinger Karl, denken wir, das gibt es ja nicht, lebt ja wieder. Ja. Wieder draufgeschrieben, Empfänger verstorben, zurück an Absender, ja, wurscht, das ging ja zwei Jahre. Einmal hat es mir dann gereicht, noch zwei, habe ich dick mit so einem Edding-Stift, mit einem Füllstift, habe ich draufgeschrieben, Empfänger noch immer tot. Das haben sie dann behirnt. Ja. Dann ist nichts mehr gekommen. Ja. Aber ich weiß, da hat der Kalli noch gelebt, und zwar, ich habe früher meistens ein Postkapperl aufgehabt, meistens verkehrt, da schaue ich noch aus, gell, und so. Und ich weiß nicht warum, ich habe mein Postkapperl daheim liegen lassen. Ja, ich weiß nicht warum. Ich aussehe ohne Postkapperl auf die Tour, Viererstirn, und ich fächere so die Post ein, und ich puste, der Karl steht hinter mir. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur gerochen, gell, so. Ja. Auf einmal sagt er zu mir, hast du ihn mal gesehen? Hallo, ich bin's, der Briefträger. Na, der hat meinen Körper! Ich hab mir gedacht, hörst du, blöder Hund. Ich hab zu ihm gesagt, du, der mein Körper, der kommt nicht mehr, der hat kündigt. Auf einmal sagt der zu mir, der Karl, und das hat mir auch weh da, ja. Gott sei Dank, der mein Körper war eher Trautball jetzt. Ja, das ist, hat mir auch weh da, ja. Das war. Aber. Der Karl, also ich kenne wirklich ein ganzes Programm über den Karl. Also eins noch ganz kurz. Der Karli einmal, schau in die Wohnung rein. Sagt der Postler, schau mal rein in meine Wohnung, wie es da ausschaut. Und ich schaue so rein in die Wohnung und kennt ihr den Geruch, wenn der in die Nase will, kann aber nicht, weil es so fällt. Ja? Schimmel bützt da auf, ich renne die Mauer und so schwammern lasse ich gewachsen. Postler, was soll ich machen? So wie du die Hitten kannst noch anziehen. Ich komme am nächsten Tag auf die Tour in die Rutnergasse, Feuerwehr, Rettung, Polizei, alles da. Der Karl mit der Unterhose unten stand, der Postler gesagt, ich soll es anziehen. Aber